Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Alles ist frei erfunden. Alle historischen Personen und Ereignisse. Ähnlichkeiten rein zufällig. Dies ist kein Witz, leider. Die juristische Realität des Alltags erzwingt diese Erklärung. 30 Hitler-Erben haben sich schon gemeldet mit Ansprüchen und nicht nur sie. Denn Hitler wurde nie der Prozess gemacht, daraus folgen Ansprüche und wir leben in einem Rechtsstaat. Auf diese Weise befreit von Ähnlichkeiten in der Darstellung der Personen und Ereignisse und ohne die engen vier Wände der sogenannten Realität dieser Welt sind wir aber dadurch frei für ein Gericht nach eigenen Gesetzen unseres selbstgewählten Universums und machen ihm, diesem Hitler, endlich seinen Prozess, nämlich uns mit unseren Möglichkeiten. Was aber ist diese Welt anders als zuerst wir, die wir den Film machen, darstellen und anschauen? Diese Welt und ich selbst und mein Film. Protuberanzen des Ich im Kosmos harter Schnitte. Bruchstücke einer inneren Projektion. Erinnerungen aus einer alten Welt im schwarzen Studio unserer Fantasie. Voll einsam gewordener Menschenpuppen, wechselnder Figuren des Ich, endlose Stoffe für Monologe, Monodramen und Tragödien auf Zelluloid, Totentänze, Totengespräche, Dialoge im Reich der Toten, 100 Jahre danach, 1000 Jahre, Millionen, Passionen, Oratorien, wer weiß. Aber wie soll man, wie soll ich, wie sollen wir? Wer bin ich? Wer sind wir? Wer spielt uns? Und wem spielen wir? Wozu? Was bleibt? Noch einmal alles zusammen, Restposten einer verlorenen Kultur und eines verlorenen Lebens, unseres Europas vor dem Zusammenbruch. Abschied vom Abendland, Subspezie Eternitatis und alles auf Film. Unsere neue Chance. Die Geschichte vom Tod des alten Lichts, von dem wir lebten und unsere Kultur, ein ferner Gesang. Ein künstliches Licht nun des schwarzen Gehäuses unserer Filmfantasien vor dem inneren Auge. Das Echo immer ferner werdender Musik im Ohr. Als die gute alte Demokratie des 20. Jahrhunderts in die Jahre kam, schickte sie Boten in alle Richtungen, die den Grund des Elends in der Welt erforschen sollten. Als die Boten zurückkamen, mussten sie erfahren, aus Ost und West, Nord und Süd, von allen Computern, den unbestechlichen, wie man sagt,
dass Sie selbst, die Demokratie, die gute Alte, die Ursache allen Elends war des 20. Jahrhunderts. Es war in der guten alten Zeit des demokratischen 20. Jahrhunderts, als alle Kinder schon in der Schule zur großen Leistung angehalten wurden, den Fortschritt lernten, wie sie groß und erfolgreich würden, lernten Geld zu machen, to become rich and famous, reich und berühmt, wie schon immer in allen unseren Märchen, und lernten, fürs Vaterland sterben sei süß, oder ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, oder die Partei hat immer recht, oder einer für alle und alle für einen. Und für diesen Fortschritt lernten sie jedes Opfer zu bringen. Und die Politiker sahen nicht, wie unglücklich die Menschen dabei wurden, ohne Glück, dass man ihnen einst versprochen in den großen, teuren Revolutionen. Und da kam einer, der wusste, je größer das Opfer, umso größer der Gott. Und er wusste, dass Blutopfer verlangt wurden und heiligste Güter der Kunst und Moral auf dem Altar des Glaubens. Und sie wussten noch aus altem Gefühl und wie er ihnen sagte, dass wer opfert, erwählt ist, ein erwähltes Volk. Und da kam jener aus der sagenhaften Nullität des Nichts, aus der Landschaft und den Wäldern jenes Volkes zu ungeahnten Energien, von allen getragen, jener Mehrheit der Qualität dieses Jahrhunderts geliebt wie kein Mensch zuvor und mystisch erlöst, ein erlöster Erlöser, ein wirkliches Wunder, bereit zum totalen Risiko ewiger Verdammung oder des größten Lichtes im Auge über die Berge schreitet und durch Meere des Blutes, die stöhnenden Flüche der Opfer im Ohr, des großen Massenjubels aller Orten in seiner Mitte der Welt, die damals Mitte unserer Erde war oder sein sollte, für alle, die guten Willens waren oder richtiger Art und Rasse. Und dieser Erwecker aller Mehrheiten der Mitte, heimlich Geliebter aller Gedemütigten und der Völker der Dritten Welt, das große Tabu heute in Ost und West, verstoßen und einsam nun, verlassen, wie von ihm selbst prophezeit, ein weggeworfener schwarzer Messias, schwarze Pest und Krebsgeschwür der Massenbewegungen und aller ihrer somnambulen Riten, Teufel und ewiger Versucher der Demokratie oder hypnotisiertes Weltmedium der Massen oder Werkzeug der kapitalistischen Ausbeutung und sozialer Explosionen. Wo ist sein Anfang? Und wie können wir es fassen, darstellen in alten Bildern für unsere Zeit? Noch einmal die alten Dionysos-Riten der Selbstopfer. Abendländische Zeremonien, Feste des Untergangs, eine letzte Erinnerung an ferne Mythen von Gottes Nähe durch Blutopfer und Zerfleischung des eigenen Sohns. Und sie wissen nicht, was sie tun, aufwachend am Ende wie aus einem fernen Traum ihrer eigenen Schuld. Letzter Versuch des Europas, sich selbst zu behaupten nach alter Tradition, im neuen Gesetz der Massen. Verzweifelnd in Ohnmacht, ein Rätsel für alle Zuschauer auf ewig, bevor es aufgerieben wurde zwischen den Händlern und Funktionärsstaaten in Ost und West, befreit endlich von sich selbst im sehnsüchtigen Todesrausch. Fall dieses Abendlandes, das Satyrspiel vom Tod des Lichtes, mit aller Schuld rund um der Täter, aber auch der Opfer, der Mitläufer und Gegner, der Juden und Sieger von Versailles, Deutschlands, Europas und der Welt. Noch einmal die alte Geschichte vom Kampf des Elias mit dem alten Satan, dessen Blut im Sieg auf die Erde tropft und alles rot in Flammen setzt.
noch einmal das Bild von der alten Lebenswette mit Welt in Brand und Weltgericht am Ende um die Seele des Menschen, seine letzte Chance vor dem Untergang und vor dem Abzug der Götter von dieser Welt und vor dem Auszug der Götter aus dieser Welt. Musbild, Weltenbrand nach alter Art. So imprinant die Perga. Taum, ni kistendit. Enik in Erbu, aha, adrucknend, manno valid, primit, mitgelagert. Die Berge brennen, die Bäume verschwinden von der Erde, die Flüsse vertrocknen, der Mond fällt und schließlich brennt der ganze Erde. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht, wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln nicht immer mit einem bürgerlichen oder einem marxistischen Politiker, der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann eine Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Ich habe meine Damen und Herren, es geht heute um den Mann, der an allem schuld ist. Wie Napoleon, den deutschen Napoleon des 20. Jahrhunderts. Mehr um eine Unperson, um einen Mann, der nie lachte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten und der seinen Hund mit dem Fuß wegstieß, als man ihn beim Streicheln des Tieres ertappte. Und der sagte: Am Anfang haben alle über mich gelacht, jetzt lachen nur noch wenige und bald lacht keiner mehr. Es geht um einen, der nichts zu verlieren hatte. Um einen, dem macht uns keiner nach. Meine Damen und Herren, nach der Befreiung von Kaiser und Gott, jetzt geht's los. The Song of the Songs. Das Lied der Lieder, die Geschichte aller Geschichten. Geben wir ihm seine Chance, geben wir uns unsere Chance. Tabus, es geht um Tabus. The greatest show of the century, the big business, the show of the shows. Entweder du haust die Leute auf den Kopf, da bleibst bei deinem Kanarienvogel. Jawohl, Kulturrevolution, Kunst fürs Volk, das Recht des Volkes auf Selbstdarstellung, Repräsentation, Aufmärsche und Heraldik des Sieges im Zeichen der Sonne seit Caesars Rom und Caligula. Die Menschen im Zeitalter des Films. Alles oder nichts. Der Mann, der die Arbeitslosigkeit bannte, die Händler aus dem Tempel trieb und die Häuser reinigte von Sex und Krieg. Der Mann des 20. Jahrhunderts. Deutsche Rundfunkhörer, deutsche der Mann, der von unten kam. Aus der Mitte des Volks, jeder von uns, aus den Massen. Hurra, der Teufel ist los, Kanaillen sind Trumpf. Perversitäten und abnorme Geschäfte, wer wollte da abseits stehen? Immer feste drauf und haut den Lukas. Eine fröhliche Apokalypse, Experiment, Weltuntergang, etwas
über unsere Wolfsgesellschaft. Wie geschah das alles? Nur weil ein Mann aufstand. Und das sind die Spielregeln. Es wird keinen Helden geben, nur uns selbst. Und es wird keine Story geben, nur die von uns und unser Inneres. Und da gedenke ich vor allen Dingen unserer alten Kämpfer, Fantasiekatarakte der Blutorgien vor aufgehenden Sonnen am Ende. Keine Menschengeschichte, sondern Menschheitsgeschichte. Kein Katastrophenfilm, sondern die Katastrophe als Film. Weltuntergang, Sinnflut, Kosmos im Verenden. Also keine privaten Szenen von der Furcht und dem Elend des Dritten Reiches. Auch nichts vom Kaffiol-Trust, des politischen Gangsterlebens von vor 30 Jahren. Eher schon vom Glauben der Berge versetzt, von einem Volkstribun ohnegleichen. Nehmt alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz. In wenigen Stunden wird hier die größte Versammlung beisammen sein, die es jemals gegeben hat. Alle, die nun noch einmal Stalingrad sehen wollen, oder den 20. Juli, oder den einsamen Wolf im Bunker seines Niedergangs, oder das Nürnberg der Riefenstahl, müssen wir enttäuschen. Wir zeigen nicht die nicht wiederholbare Realität, auch nicht die Gefühle der Opfer mit ihren Geschichten, auch nicht die Geschichte der Sachbuchautoren und die großen Geschäfte mit Moral und Horror, mit Angst und Tod und Buße und Arroganz und gerechtem Zorn. Der deutsche Arbeiter, der im Mittelpunkt der Feier steht, hat sich hier selbst übertroffen. Also nichts von linken KZ-Pornos und Zelluloid-Spekulanten. Ein Film für uns. Es geht um Krieg und Rassenvernichtung. Auschwitz als Schlachtfeld der Rassenkriege. Es geht darum, den Weltschuldigen zu finden. Und was wäre Hitler ohne uns? Es geht um die Projektion des Göttlichen im Menschen, um den gestirnten Himmel über uns und das moralische Gesetz in mir. Hier sind alle deutschen Sender. Es geht um die Abenteuer des Kopfes und ihre blutigen Realisationen. Mephisto, vor vollem Haus. Es brennt. Einmal noch. Aber wie soll man? Ist es für die Kunst? Moral nach 50 Millionen Toten? Schweigen? Soll man schweigen? Es geht um uns. Nicht um die Habenden. Es geht um uns, die haben nichts. Die hoffen. Die hoffen auf die, die endlich etwas tun. Einmal mit Tod sich mitreißen lassen. Einmal. Schon war es falsch. Es geht um die größte Krise der menschlichen Existenz. Weltweit und mit neuen Techniken. Ich habe gewarnt. Ich, Ludwig II., gewarnt von Anfang an. Gewarnt vor Business, Geschäften, Film, Porno, Politik, als Show der Menge.
Reichtum? Es soll Geld hereinkommen. Muss. Aber wie soll man? Wie soll ich? Wie sollt ihr? Ich nehme das durchaus ernst. Vergnügen an der Tragik haben? Das Werk von ein paar Verrückten? Alles Verbrecher, die Täter? Alles Gute, die Opfer? Masochisten, Systeme, Gesetze, Juristen, Akademiker, Zeitungen, Volk, Nation, Sozialismus, Arbeiter, Wahnsinn. Und hab doch ein wenig Mitleid mit so viel Schuld. Aber auch, was wären wir ohne diese Schuld? Wir leben vom Glück der Trauer, oder nicht? Felix Kulper? Das Glück der Schuld. Ein traurig, schönes Geschäft für die Kunst. Wie soll man ohne Sympathie für seinen Gegenstand das durchstehen, diese Arbeit tun? Und wieder, soll ich, soll ich nicht? Leben ohne diese Arbeit, Gedanken, wegschieben, was anderes, was Wichtigeres, was? Er soll, er muss seine Chance haben. Er soll geboren werden, wie jeder von uns. Eine Mutter haben, lernen dürfen, lieben und hassen. Was, wenn, durch wen geführt, warum entschieden, so oder so? Und wenn er am Ende so aussehen muss, wie er aussah, wird er anfangen dürfen. Wie jeder von uns, wenn wir auf die Welt kommen. Was hülfe es, wenn man die ganze Welt gewänne und hätte der Liebe nicht, nehme Schaden an seiner Seele. Sprüche, Leute, aufgepasst. Sprüche, das ganze alte Abendland. Und der Christengott gehören dazu. Wir zwischen Jesus und Hitler. Da haben wir sie schon. Die Juden und die Verfolger und die Geschäfte und der ganze Wahnsinn der Ideen und der Selbsthass und die Liebe mittendrin. Alle beneiden mich um diese Puppe, lebensnotwendig, wie sie ist. Aber was mache ich, wenn sie Dinge sieht, wie die Treppe der Tränen? Ein Großvater, der seinem Enkel die Sterne zeigt, um ihn abzulenken. Die guten alten Sterne, die uns der Smog in den Städten längst genommen. Eine Mutter mit ihrem Säugling auf dem Arm. Die schwarzen Männer ringsherum. Totenköpfe an ihren Mützen. Ringsherum an ihren Mützen.
in der Rechten das Maschinengewehr, den noch warmen Körper, in der Grube zitternd, eine Hand, zu der sie sich legen müssen. Die Schüsse nachts, die Flüche, das Flüstern unter den Sternen der Nacht. Wer hört den großen Fluch in den Steinen ringsherum? Schlaflos, die Kinder und Kindeskinder der Schuldigen. Musik über allem. Musik überwindet alles. Rat. Einmal noch. Sang ja still in den Siegesrausch hinein, die deutschen Volkslieder. Im tiefen Keller sitze ich hier. Was kommt dort von der Höhe? Und, oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Dieser Valentin verkaufte Adolf Hitler seine berühmte Postkartensammlung. Darunter auch jene Karte mit dem kleinen Ludwig als Kind und altem Bart, nicht. Trotz 100.000 Reichsmark Angebot und lebenslanger Leibrente von 1.000 Mark pro Monat. Weil Hitler ihm abverlangte, nicht mehr Filme zu produzieren. Wo, frage ich mich, finde ich noch einen solchen Valentin, der auf diese Angebote es überhaupt bekommt, nein sagt. Als er nach dem Krieg, aber dann vom damaligen Chef des Bayerischen Rundfunks, die Nachricht erhielt, man brauche ihn nicht mehr, wegen mangelnden Humors, sah man ihn zum ersten Mal weinen, den großen Valentin, bevor er starb. Ein Wein ohne Hitler, und das ist unser Valentin. Er hatte keine Gelegenheit mehr, sich zu verweigern. Diesen Valentin hatten die Leute nach Hitler keine Verwendung mehr. Noch was? Gott schuf immer zehn, die sich weinend an die Brust schlagen. Und einen Narren, der sie unterhält, lachend. Welcher bist du?
deutscher Jugend. Nachdem wir nun miteinander beschlossen haben, ein Spiel zu machen, ganz demokratisch, so wie er und wir an die Macht gekommen sind, wollen wir es auch zu Ende führen. Als Spiel zum Spaß. Wenigstens einmal. Jeder kann mitmachen. Skandal muss es geben, natürlich. Bei dem Mann und seinen Taten und unserer Hilfe. Waren schon gleich richtig. Schreien wir es raus. Urschreibtherapie. Gehen wir weit zurück in die Kindheit. Gehen wir tief zurück in unsere geheimsten Wünsche, Träume und Geschichten. Und nachdem wir keinen Hitler haben, im Käfig, zum Ausstellen, zum Anspucken, zum Treten oder Handküssen, für ein paar Mark, für jeden von uns, je nach seinem Gusto, wie seinerzeit die Lola Montes für einen Dollar im amerikanischen Zirkus berührt werden durfte, schlage ich vor, jeder spielt sich selbst. Spielt hier vor allen anderen seinen Hitler. So wie er ihn auch heute noch zu Hause im stillen Kämmerlein, vorm Spiegel oder auf Motorrädern überall gerne spielt. Mit Hakenkreuz und Mutter Maria als Amulett unter der Lederjacke, auf der Brust, über dem Herzen, bei der Fahrt durch den Wind. Und machen wir es zum Anschauen, gegen Geld. Denn Geschäft gehört dazu, trotz allem, von Anfang an. Nein, bitte, denken Sie zurück in sich hinein. Nie ist ein Mensch so geliebt und so gehasst worden. Nie ist so viel von so vielen in jemanden hineinprojiziert worden. Es geht um uns alle. Es geht um das Glück, das uns Versprochene und nie Eingelöste. Es geht um die Menschen, die ihn gewählt und ihm alles geopfert haben. Das heißt, sich selbst und ihre Ideen. Söhne, Väter, Freunde und ihr Bild von der Welt. Städte, ganze Länder und das Gewissen und die Seele. Es geht um den Hitler in uns. Ohne Kulissen, in Projektion, Fantasiehandwerk, das das Budget gerade noch erlaubt, wo jeder mitmachen kann. Die Welt als Zirkus und als Rummelplatz. Geben wir ihm also und uns eine Chance. Ruhe bitte! Der Führer zeigt sich jetzt noch einmal und bittet dann, alles heimzugehen, da er Besprechungen hat. Nicht die Partei, sondern der einzelne Wille, der mich dazu brachte. Sondern Tausende, die den Gashahn aufmachen und der Verzweiflung keinen Ausweg mehr wissen. Der Tag ist nicht mehr fern, wo ich für eine peinliche Ordnung sorgen werde.
all diese Plutokraten und jüdischen Elemente, die den deutschen Arbeiter beweisen wollen, wo es lang geht, das liegt nur einzig und allein in meiner Gewalt. Deutschland ist Hitler. Hitler ist Deutschland. Alle fanatischen Gegner, ich weiß, wo der Weg sie hinführen wird. In das Elend, in das sie schon lange hineingehören. Peinliche Ordnung, wiederhole ich noch einmal. Peinliche Ordnung. Ihr könnt es ermessen, wie mir seit diesen Tagen zumute ist und was ich jetzt empfinde. Ich bin so glücklich darüber, dass mich das Schicksal ausersehen hat, diesen großen Zusammenschluss des deutschen Volkes herbeizuführen. Unsere neue Gemeinschaft, das ist für uns alle eine Sicherheit, wird niemals ihr mehr aufgelöst werden. Ihr Wüterische, ihr Wahlsdiener und Sodrumsrichter, verdorren sollen eure Glieder. Ein Visum sollt ihr tragen am lebendigen Körper. Verhaltern sollen eure Kinder und Kindeskindergebeine. Die endgültige Bestätigung. Jammer sollen füllen eure Tage. Und der Schmerz und den Schlaf aus den Augen treiben! Deutschland ist zu groß Deutschland geworden und wird es bleiben! Und wird es bleiben! Nein! Nur das Genie des Feldherrns hat diese Truppen zu diesem Sieg geführt, sondern auch die Vorsehung. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Die ganze Nation ist angetreten zum letzten Appell vor ihrem großen geschichtlichen Bekenntnis. Ich bitte Sie, mein Führer, zu uns zu sprechen. Deutsche,
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Zum dritten Mal spreche ich anlässlich einer Wahl in einer Grenzstadt. ...1933 war es Königsberg. Dort fordere ich am 4. März die Nation innerhalb der damaligen Grenzen des Reiches auf, zu einem Bekenntnis, was es mir ermöglichen sollte, die Geschicke Deutschlands unabhängig von parlamentarischen Schwierigkeiten in die Hand zu nehmen und glückhaft zu gestalten. Zum zweiten Mal sprach ich in einer Grenzstadt in Köln am 28. März 1936, wieder am Vorabend einer Wahl. Damals musste ich das deutsche Volk aufrufen, einen sehr schweren Entschluss von mir zu bestätigen. Den Entschluss, die einst entmilitarisierte Zone wieder unter die Oberhoheit des Reiches zu nehmen. Heute stehe ich nun hier in Wien, wieder am Vorabend einer Entscheidung, von der ich glaube, dass sie eingehen wird in die Annalen der deutschen Geschichte. Geben wir ihm also und uns eine Chance, als Bruder Hitler, die des kleinen Mannes aus dem Volke, der realisierte, was jeder von uns gerne will, der nämlich verstand, sich selbst zu realisieren, wie auch immer, einmal der Größte sein. Der alte Märchenalbtraum, der den Mut hatte, alles zu wagen, geben wir es doch zu, radikal. Sie können dies nun spielen. Noch einmal, ihr habt eine Chance und bedenkt, man kann den Menschen zum Guten und Bösen begeistern, systematisch. Hitler tat zum Bösen und er war der Größte darin bisher, durch uns. Nur die Niederlage der Waffen hat uns abgebracht von ihm, nicht die Einsicht. Denn als wir alles zusammennahmen, alle unsere letzten Kräfte der Fantasie, war es möglich, eine ganze Welt zu erobern, fast. Bis New York, über Paris und London fast, und Rom, wo sie durchkamen, die Hitlers, viele Jahre unfassbar halte. Und angenommen, er hätte, wir hätten die Atombombe und die Raketen doch noch gehabt am Ende, durch die Heisenbergs oder von Browns, mit der Musik Furtwängers und Sprache Heideggers und Benz oder Hauptmanns. Wie ständen wir heute da, auf der Siegesfeier in Berlin Speers? Die ganze Welt, wie auf der Olympiade schon einmal. Der Erfolg heiligt die Tat. So lehrt es abendländische Geschichte und überall, oder? Dieses 32 Jahre nach dem letzten großen europäischen Krieg. Preußen kaputt, eine große europäische Provinz ausgelöscht, alles mit sich reißend, ein wichtiges Zentrum fort, das Zentrum Berlin? Ein ganzes Land ohne Identität? Und daher erneut bedrohlich. 6 Millionen aus ihrer Heimat vertrieben am Spieltisch der Geschichte mit leichter Hand, wovon sie nie mehr sprechen dürfen, ohne sich selbst zu verlieren. Die große, selbstprovozierte Völkerwanderung nach größtem Massenmord des Jahrhunderts an Feinden und Freunden. So stehen wir da, nach 32 Jahren, mit hohem Einsatz, unendlich hart gezahlt. Wie verdächtig sind jene, die fragen, warum wir das hier machen? Das Reden, Spielen, Zeigen, Bluten, am Ende des Erbes. Fragen, warum einen Film über das? Was denn sonst? Thank you.
des Jahres 1915 verlor ich durch eine russische Granate das Licht beider Augen. In 18 Jahren der Finsternis trug ich Leid und Not des deutschen Vaterlandes mit. Aber das persönliche Schicksal hat uns deutsche Kriegsblinde nicht niedergerungen. Ein steter Wille erfüllte und trieb uns, auch so an unserem Teil im Vaterland zu dienen. Und wenn heute die feste Hoffnung einer besseren Zukunft über Deutschland leuchtet, dann dringt dieser helle Schein auch in unser Leben und gibt uns neue Kraft. Und dann wird uns dieser Tag eine Erfüllung für unser Opfer. In Deutschland soll wieder Ehrlichkeit, Zucht und Treue herrschen. Dieser Frühlingstag sei ein Symbol dafür, dass auch in Deutschland wieder Frühling werde, es wieder hell und schön werde. Volksgenossen, in diesem Augenblick, da draußen die Geschütze den Tag des Sieges mit donnerndem Salut begrüßten, in diesem Augenblick rufe ich euch als einer von Millionen, die ihr Höchstes gaben, zu: Seid einig, schließt die Reihen, damit der Tag, der sehende Tag der Freiheit herbeikomme. Haltet fest an eurem Gelöbnis, alles für Deutschland, unser teures Vaterland. Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann doch nichts dafür. Jetzt erkennen wir. Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist denn du? Wer seid ihr denn? Alle miteinander Verbrecher! Bildet euch womöglich noch was ein drauf, dass ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, auf die ihr geradezu verzichten könnt, wenn ihr etwas Ordentliches gelernt hättet oder gearbeitet hättet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich... kann ich... kann ich denn anders? Habe ich nicht dieses Verfluchte in mir? Dieses Feuer? Die Stimme? Die Qual? Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer. Immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, dass jemand hinter mir her ist. Und das bin ich selber und verfolgt mich. Und lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, ja. Manchmal ist mir, als ob ich mir selber hinterherlief. Ich muss davon, ich muss davonlaufen. Ich möchte fliehen, von mir selbst davonlaufen. Aber es ist unmöglich. Ich muss gehorchen. Ich muss rennen, endlos auf Straßen durchrennen. Ich muss weg, ich will weg, aber... Die Geister verfolgt mich. Die Geister... Kinder, die sind immer da. Die Kinder, die sind immer sind sie da. Und dann kann ich mich außer wenn ich's tue. Thank you.
das Ganze? Und dann ziehe ich die Plakate. Dann ziehe ich die Plakate und dann lese ich, was ich getan habe. Und ich lese und lege und... Habe ich es getan? Aber ich kann mich an nichts erinnern. Aber wer wird mir glauben? Wer weiß denn, wie es da drin aussieht? Wer weiß denn, was mich zwingt? Ich muss es tun, aber niemand wird mir glauben. Nein, ich kann nicht anders. Manchmal glaubte er auch, dass sein Wille ausgeschaltet war und er büße für ganze Generationen seiner Vorfahren, Völker und Sterne. Aber er musste durch. Und dann wieder wachte er auf, plötzlich nachts, und glaubte, ihn gesehen zu haben, den neuen Menschen, schreiend mit Schaum vor dem Mund. Und manchmal musste man ihn beruhigen und abwaschen, aber darüber durfte nicht gesprochen werden. Und dann wieder ging er mit unsagbarer Härte zuerst gegen sich selbst vor. Gegen jede Weichheit der privaten Gefühle. Auch gegen seine Gier nach Genuss und Milde, die natürlich existierte, wie in jedem Menschen. Aber unwichtig war in seinem Kampf, der selbstgestellten Aufgabe, diesem jahrhundertfüllenden Leben. Und wie er es nicht erlaubte, von seiner Mutter gestreichelt zu werden, weil sie ihn störte, in seiner Liebe zu sich selbst und jener selbstgewählten, reineren Mutter der Massen des deutschen Volkes, dessen Liebe er suchte. Und wie er alles verdammte, am Ende, im Bunker seines Scheiterns und menschlich resignierend, der Dienstbotenliebe Evas nachgab und heiratete, wie jeder andere. Mit dem Flug über Polen, was ihr nie gehören sollte,
wegen dem die Engländer in den Krieg gezogen. Und mit dem Fluch über Frankreich und England und deren unvermeidlicher Niedergang auf den verbitterten Lippen. Das Ende europäischer Macht voraussagend, in inniger Umarmung mit dem Untergang Deutschlands. Geteilt zwischen Ost und West, vom Öl der Händler und von Funktionärsstaaten beherrscht. Von bestochenen Politikern, man weiß gar nicht wo und wer nicht. Und dann doch noch nur als alter Hitler, leidend am Ende, jahrelang seit Stalingrad, wohl wissend, dass nicht nur der Krieg verloren war, sondern auch alle Opfer von Millionen Feinden, wie er sie sah, die Juden und Kriegsgegner, umsonst war, leidend, Höllenqual, jahrelang schon auf dieser Erde. Am Ende eine lebende Leiche. Eine Leiche mit zitterndem Arm und Atem, aufgerafft zu letzter Kraft. Eine Welt sehen, die seiner unwürdig wurde. Wir geben als Sondermeldung den Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Frankreich hat nach einer Dauer von nur 6 Wochen mit einem unvergleichlichen Siege der deutschen Waffen geendet. Seit heute 1.35 Uhr herrscht Waffenruhe. In der sich zu ihm bekennen wird, ein Schwarzer, als Führer Afrikas gewählt, ganz irre. Respektiert von allen in der UNO, gegen die Juden sprechen, ganz offen und vom Papst der Katholiken empfangen, ohne Widerspruch. 30 Jahre nach seinem Tod, diesem Ende in Benzin und Ruinen, verbrannt von Dienern und Chauffeuren. Wahnsinn, das ist sein Erbe. Und es ist erst der Anfang. Alle wir, hilflos, drumherum vor diesem Menschen, schaffen noch Gottes Ebenbild. Auch er und seine Helfer, Hitler like us. Ein Teil von uns, in uns, allen. I repeat the prayer around the Louis d'Or. Dieu protège la France. God protect France. Viele von ihnen liegen nun gebettet an der Seite der Gräber, in denen schon ihre Väter aus dem großen Kriege ruhen. Sie sind Zeugen des stillen Heldentums. Sie sind das Symbol für eine Hunderttausende von Musketieren, Panzerjägern und Panzerschützen, Pionieren und Artilleristen, Soldaten der Marine und der Luftwaffe, Männer der Waffe SS und all die anderen Kämpfer, die im Kampf der deutschen Wehrmacht eingetreten sind für die Freiheit und Zukunft unseres Volkes und für die ewige Größe des nationalsozialistischen Großdeutschen Reiches. Deutschland, Sieg heil! Und Winke. Alle sind Kanaillen. Ich auch. Aber wenn schon, dann wollen wir die Größten sein. Und ich werde dafür sorgen, dass in 100 Jahren jedes Wort, das einer von uns sprechen wird, im Film wieder erscheinen wird. Es liegt an euch, welche Part ihr darin spielen werdet.
Ich mache euch zur Legende, zum Mythos. Wenn ihr wollt, durch euer Sterben. Ja, ihr lacht jetzt da unten. Aber das mach mir mal einer nach. In 23 Jahren die Welt erobern und verändern von Grund auf. Ha. Ich bin der leibhaftige Teufel. Und ein Mensch dazu, der über Mickey Maus lachte wie ihr. Helmut Köster. Steinberg. Kultur? Fritz Schröder. Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine Pistole. Es ist für das Volk die Kunst, die wir wollen. Wir machen eine Kulturrevolution für eine verständlichere Kunst. Die Kunst des Volks. Kunst ist eine erhabene und zum Fanatismus verpflichtende Mission. Kein Volk lebt länger als die Dokumente seiner Kultur. Wir zahlen mit dem Leben für die Kunst. Es wird nichts mehr verschwiegen. Es muss mal Ruhe sein. Ja. Wir sind die Raubtiere der Menschheit. Aber warum gebt ihr uns nicht das Recht des Fuchses oder der Hyäne unter den Völkern? Des einsam reißenden Wolfs in der Wolfsgesellschaft? Mit eigenen Rassemerkmalen, erkennbar, verfolgbar, kämpfend für die hungrige Brut, die Lebensziele unserer Art, wenn auch ohne Lebensrecht, totzuschlagen, aber nicht gequält, nicht verleugnet oder verkauft von den Geschäftemachern der sogenannten Moral. Rottet uns aus, aber macht nicht eure Geschäfte mit uns. Wenn ihr besser sein wollt als die Moral, mit der wir euch immer charakterisiert und bekämpft haben. Wir sind keine Gespenster. Man soll Angst haben, wenn man mich sieht. Ihr habt doch endlich Angst. Und sie hatten Angst, als sie mich sahen. Ich habe sie gelehrt, denn ich bin ein Schulmeister, der lehrte, wie man vom Baum der Erkenntnis isst. Noch einmal, um eine neue Unschuld zu gewinnen. Und das wird sein, das Ende der Welt. Und es war das Ende der Welt. Gerhard Kaufmann. Wer wird einmal in 500 Jahren fragen, ob Fräulein Schulze oder Fräulein Müller unglücklich war, wenn sie meine Werke zu begutachten haben werden? Wer fragt, wenn er die Pyramiden der Pharaonen bewundert, nach dem Todesröcheln der Sklaven unter den Steinen? Wir leben aus alten, lebenden Traditionen. Albert Müller. Ich bin ja so frustriert, so frustriert. Mal die Flankers, Baby und Baby die Lieblein sind dann, die sind dann, sind mal dein. Es war eine jener großen Versammlungen, auf die mich Freunde mitnahmen. Er sprach, wie er immer sprach, es gab Getümmel, Bierflaschen, Stuhlbeine, Eier. Mein Rock war nass und fleckig. Plötzlich stand er vor mir, dem Unbekannten, zog seine Jacke aus und gab sie mir. Ich stand in seiner Jacke vor ihm. Seine Jacke wie ein Schutzmantel brennend um mich. Er hatte mich gewählt, aus Tausenden mich erwählt.
Es war seine Wahl und sie war richtig, wie er sie alle richtig wählte. Denn ich half ihm seinen Krieg führen später, wie nur ich es organisieren konnte. Sein Kriegsminister und ein Künstler, wie er. So musste ich ihn kennenlernen und musste durch bis zum Letzten. Ich weiß auch nicht, was ihn in mir gewählt hatte. Hatte ich ihn gewählt oder er mich? Ich weiß es nicht. Irgendwie musste es kommen. So hätte es leicht sein können. Oder war es so, wie ich es eben erzählt habe? Ja, das machen wir aus Herrn Adolf, der entartete Kasperl. Fachinger statt Bier, vegetarische Kost statt Schweinshaxen, Sieg Heil statt Schlappetibix. Und Sieg Heil, das ist der Fortschritt aus Deutschland. Der Kasperl als Führer. Jawohl, der Führer als Kasperl, das ist die Rache der Hölle, dass sie nur als Kasperl leben müssen. Adolf muss jodeln, immerfort jodeln. Und Eva tanzen, auf ewig, auf dem Oktoberfest. Und die Kinder dann lachen, unsterbliche Figuren. Eine große Nummer. Das ist die erste Stufe der Strafe der Vorhölle. Heinrich Heisinger. Der Kasperl als Hitler in uns. Wenn die Idee und Ideale der Masse verlangt werden, sind wir immer gut. Das übernehme ich. Durchschnittlichkeit zur Führung der Welt gegen Individuelles. Unerbittlich, eiskalt. Der Hitler des einfachen Mannes auf den Straßen bin ich. Aber er, der Chef, darf nie rein. Gott duldet ihn nicht in der Hölle. Er würde sie sprengen. Vielleicht, weil er zu groß ist. Irren sucht er jetzt nach einem neuen Platz zwischen Himmel und Hölle. Das heißt, wieder auf der Erde. In welcher Gestalt? Unsterblich geworden. Durch uns. In uns. Ich bin ein Arbeitersohn. Jawohl. Und noch was. Ich bin ein Arbeitersohn, streng katholisch, jawohl, streng katholisch erzogen, als Akademiker an unseren Universitäten. Und schaue ich aus wie ein Germane? Aber ich werde Zeitbomben der Anbetung und der Erkenntnisse und des nationalsozialistischen Wiedererwachens legen. Schon jetzt. Die explodieren werden in 100 Jahren oder früher oder später. Jedenfalls, solange es Menschen und demokratische Systeme gibt, in ewig neuer Gestalt. Das ist mein Geheimnis der Botschaft, der Propaganda von der stählernen Romantik. Wenn wir abtreten, soll der Erdkreis erzittern. Man wird unserer nie würdig werden, trotz aller Demokratien und Diktatur der Massen überall. Hell! Kurt von der Ahe. Da sagen die Leute immer, es sei doch alles nicht wahr, ich sei nicht wahr. Die einen sprechen von Unperson, die anderen von endloser Nullität meiner Taten. Da sagen die Bolschewiken immer, ich sei ein Mann der Plutokraten. Und die Plutokratie tun rote und braune Pest zusammen. Sie haben alle nichts verstanden. Was hatten denn wir mit Marx zu tun? Oder dem Krupp der untergehenden Klasse? Die einen sagen, es sei alles nicht wahr, so sprechen die anderen von mir wie von einem Gott, nicht von einem Menschen. Als ob alles nie gemacht wäre. Der Aufstieg aus dem Nichts, die Volksgemeinschaft der Arbeiter der Stirn und der Arbeiter der Faust.
was sie doch alle wollen. Die Fantasieexplosion des großen Krieges, die Siege über Frankreich und über ganz Europa, die Millionen Toten, die KZs und die Bomben, die ich rief, die Verbrennungsmethoden, die Euthanasie und Katastrophen. So radieren Freunde und Feinde mich eigentlich aus. Aber wenn alles nur ausgedacht wäre, was für eine Fantasie doch zumindest. Darum liebe ich Karl May, den Rechtschaffenen. Es geht um das Aufkommen des und Ernstnehmen des neuen Massenmenschen und seiner hervorragenden Führerfiguren. Ums Überleben des Menschen, ob sie nun wollen oder nicht. Es geht um den Hitler des einfachen Mannes. Und wie sieht der Mann aus, den sie sich wählten aus sich selbst? Die Spannweite von VW bis KZ, von Wolfsburg bis Auschwitz, von Bayreuth bis Ufa und Obersalzberg. Sender. Wir sind alle deutschen Sender. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels. Und wie immer am Anfang unseres Missvergnügens, am Eingang jener Hölle um uns, diese blutroten Lichter, die da Recht sprechen nach der Hure des bestechlichen Buchstabenrechts, nicht nach der Moral unseres Gewissens. Es waren diese Herren, die die negativen Eigenschaften jedes Menschen legalisierten, zu guten Taten an Volk und Nation veredelten. Die Denunziation und miese Gefühle provozierten auf der Waagschale ihrer pornografischen Gesinnung. Macht gegen Geist, wie seit je und in Zukunft und überall. Nur noch schlimmer. Und wie dürfte da ein Hitler loben? Angenommen, er stände vor Gericht, dem jüngsten Gericht, was würden Sie da antworten, diese Herren, diesem Hitlerlob? Was hätten wir ohne den deutschen Juristen gemacht? Hitler spricht, seit 1923 begab ich mich gesetzlich und loyal auf den langen Weg durch die Instanzen an die Macht. Juristisch abgesichert, demokratisch gewählt, aber dann blieb die Zukunft zu realisieren. Es war der deutsche, unbestechliche Jurist, der ehrliche, fleißige, gewissenhafte Akademiker und Bürger. Er hat mich rechtschaffen legalisiert mit Auslegungen für meine Ideen. Er schuf mir ein Gesetz nach meinem Willen und ich hielt mich dran. Seine Gesetze gaben mir das Recht meiner Tat. So hören wir nur Lob über Sie, die deutschen Juristen, wenn wir Adolf Hitler befragen, bis heute am Anfang der Hölle um uns. Und Sie gehören hierher, in tiefer Scheiße Ihrer Taten kochend, bis ans Ende der Welt, wie schon bei Dante, die zwanghaften Gesetzeserfüller. Und man schaue sie gut an, die großen Kulturverhinderer, zum Beispiel in Hollywood, das nun folgen muss in unserer Hölle um uns, mit der Ecke des Strohhalmschlachtens. Und es waren diese nun folgenden Herren, die ihn, den großen Stroheim weinen machten vor dem Skelett seines toten Kindes, seine verstümmelten Filme, die rote Träne der hilflosen Kunst im Gesicht der schwarzen Scham. Es waren diese Herren alle, die L.B. Mayer und Thalberg und Pat Powers und Lasky und Gloria Swanson und auch der große Kollege Sternberg, wie es heißt, alle arbeiteten nach dem Spießergesetz des Will Hays in Amerika. Das Weltspießertum verbreitend nach den Regeln Hollywoods. Und es war hier,
wo der große Strohhalm niedergeschlagen wurde, der es auf sich nahm, weil er glaubte, dadurch seinen Film retten zu können. Und es war hier, wo seine Filme zusammengeschnitten wurden von 18 auf 8 Rollen und von 11 Stunden auf 2. Und es war hier, wo sie die Sekretärinnen entscheiden ließen über die Endfassung seines Films. Ein Hohn auf die Freiheit und Humanität aller Sekretärinnen der Welt. Und es war hier, wo die große Greta Garbo half und ihn entkommen ließ nach Frankreich als Schauspieler Strohhalm, der nie mehr einen Film drehen durfte als Regisseur. Er, einer der Größten, einer, der früh sah und zeigte, was kommen musste. Unseren Untergang und das höhnische Lachen darüber des Bösen. Hollywood, die geile Königin des schönsten Konsumglücks in Barbara. Wilhelm, Wilhelmi. Karl Ludwig. Und dann im Kreise der Verhinderer jene Eisensteinquäler, die Schumirzki, der die Bessinwiese verhinderte und vernichtete, soweit sie schon vorhanden war, der Ivan den Zweiten verboten hat und Ivan den Dritten vernichtete. Und die Tscherkassows, obwohl mit Eisenstein zusammengearbeitet und sein berühmter Schauspieler, Darsteller des Ivan, aufgetreten gegen ihn als Funktionär, Eisenstein denunzierend. Und dann die, die Eisenstein zur Selbstkritik getrieben haben, jenem heuchlerischen Selbstmord der Seele. Dwovtschenko zum Beispiel, sein ehemaliger Freund Sergei Wassiljew, ehemaliger Student von Eisenstein, und Jutschewitsch, sein Mitarbeiter. Andreas Weidt, Wilhelm Hofmann, Karl Lafont, Theodor Casella. Von Schäuble-Richter. Wilhelm Hagelkopf. Und leer die Ecke von Menschengesichtern, selbst zerstörten, wo sie stehen müssten, die Goebbels, die Lehrmeister der Sprache bis heute. Kein Platz für menschliche Gesichter, wie auch immer verunstaltet. Zu eng für sie das System der Kino- und Kulturhölle, die Meister der heutigen Welt, die die Worte fanden wie ausrotten, Blutzoll, erledigen, minderwertig, Entlösung, Sonderbehandlung, Abschaum, ausmerzen, abspritzen, abschlachten, erbarmungslos entartet. Abknallen, an die Wand stellen, kurzen Prozess machen, ausradieren, auslöschen, Sonderkommando, Einsatzgruppe, durchgreifen, Kopf kürzer, säubern, Humanitätsduselei, liquidieren, Volkstum, zersetzen, Blutfahne. Gegen denen zersetzende Übersetzung des Kriegslebens. Den Adel des Menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des. Und dann jene traurigen Erben mit den finsteren Funktionärsgesichtern im Osten Deutschlands. Und ihrer bösen Sprache ideologisch aufgeladen wie jene zuvor. Eiseskälte verbreitend um sich, ummauert von der eigenen Angst ihrer Tat. Dahinter Leute mit einer Sprache, die sie aus dem Fluch der Nazis über Thomas Mann gelernt. Einige Jahrzehnte zuvor aus Deutschlands Zeitungen.
Und nun die Kulturhölle um uns. Ganz nahe. Hier. Das, was übrig blieb. Auch Erben einer finsteren Zeit. Die ängstlichen Kolonialsklaven fremder Ideologien. Mit zuen Augen und zuen Ohren und jener Sprache aus der Eiszeit der Seele. Musterschüler der Welt. Und einige Junge, auf traurige Weise verbündet mit den Alten, die da sagen, Hauptsache die Kasse stimmt und nach uns die Sintflut und der Film ist der Beste, der am besten geht. Das böse Kontergan-Ethos der Händlersprache. Junge eng verbündet mit jenen, die da behaupten, auf Kultur könne das deutsche Kino gerne verzichten. Das bittere Erbe der Nazis realisierend auf ihre Weise. Das Erbe seines Mottos, immer wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine Pistole. Hitler-Erben im Westen Deutschlands, Abteilung Film, jung und alt, Blut und Hoden des deutschen Unterhaltungsfilms, das Menschenantlitz im Deutschland nach Hitler, unmenschlich mit echtem Plastikgesicht, etwas für die Menschenrechtskommission des jüngsten Gerichtes, wegen Folter der menschlichen Seele. Rudolf Brügmann, Edgar Müller. Blutüberströmt und mit der schmierigen Hand am eigenen Ast, auf dem sie sitzen. Alle Hosen herunter. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Wo fängt das an? Geld, Geschäfte, Partyeinladungen, Ideologie, Karrieren, Opportunismus, Gedankenlosigkeit, Denunziation? Wo fängt das an? Die Bücherverbrennung, das Zerschneiden von Filmen, das Morden eines Wilhelm Reich, das Erpressen und ins Irrenhaus bringen, des Landes verweisen? Und wer ist frei von dieser Pest, Schuld an der Kunst? Als McCarthy bestach und erpresste, wie viele Juden waren in Hollywood bereitwillig mitzutun? Und da ging es nicht ums Leben, sondern um Jobs in Hollywood ohne Hitler, vor dem sie flohen, um ihr Leben zu retten. Dasselbe Hollywood, das so viel Anti-Nazi-Filme machte. Oder war es nur für Geld, weswegen sie die Hitler-Schlachten in Büchern, Filmen und Zeitungen, Geschäfte für Party-Einladungen und Ideologie, Karrieren und Opportunismus, in der Hölle auf ewig verdammt die Steine ihrer Geldsäcke immer wieder hinaufzuschleppen, bis sie herunterfallen. Je größer das herausgeschlachtete Kapital, umso größer die Höllenarbeit. Das ist die Sisyphusarbeit der heutigen Hitlerforscher und ihrer Satelliten in der Unterhaltungsindustrie mit ihren blutbeschmierten Schürzen. Sie schleppen Steine aus Geld. Und am Ende unserer Tage und unseres Weges, was soll man sagen? Wie einem Ludwig sich verständlich machen, erklären unsere Not und was daraus wuchs. Er, der durch die Feuer der wagnerischen Kämpfe um die Kunst und Macht gegangen ist und jetzt dies und die Kunst. Ist es die Schuld, aus der das Glück wächst? Der Sieg der Hölle in der Kunst? Die wachsende Schönheit aus dem Bösen? Ist das der Sumpf, aus dem die Kunst entsteht? Felix Culpa, glückliche Schuld? Der Dom für unsere Musik? Das ist die Hölle,
schrieb Oskar Lerke in sein Tagebuch am 30.04.33. Und da sind wir schon. Fitzen und Knappersbusch, der liebe, gute alte Knarr, der aus Ärger über die Freundschaft Thomas Manns mit Bruno Walter, seinem Konkurrenten und Juden, übel mitspielte, damals, wie es heißt, als er nämlich eine Unterschriftensammlung gegen Thomas Mann organisierte, mit Gulbranson zum Beispiel, von denen Thomas Mann sagte, von allen Unterschriften hat mich die von Olaf am meisten getroffen, mit Unterschriften von Richard Strauss und dem Chefredakteur der Münchner Nachrichten und seine Mitarbeiter, die deutschen Journalisten und Kritiker, mit dem Ausspruch, dem hat schon lange mal eins drüber gehört, Thomas Mann nämlich. Diese Leute unterschrieben jene Zeitungspublikation, die Thomas Mann folgendes vorwarf. Verunglimpfung von Richard Wagner, ästhetischen Snobismus, kosmopolitische, demokratische Auffassung, unzuverlässig in seinen Werken, kein Recht im Namen des deutschen Geistes zu sprechen, was letztlich dazu führte, nämlich zur Enteignung des Hauses, seiner gesamten Bibliothek, Aberkennung von Ehrendoktorwürde der Universität Bonn und Flucht in die Schweiz und um die Erde. Und was waren Thomas Manns Worte in Küssnacht am Zürcher See im Neujahr 36, 37? Gott helfe unserem verdüsterten und missbrauchten Lande und lehre es, seinen Frieden zu machen mit der Welt und sich selbst. Thomas Mann blieb am Leben und konnte noch schreiben, zum Beispiel seinen Dr. Faustus. Andere nicht, auch ohne solche Attacken, brachten sich um. Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig, Frau Liebermann, 80-jährig, vor der Einlieferung ins KZ durch Selbstmord geendet. Der Schauspieler Gottschalk mit Frau zum Beispiel und Egon Friedell und kein Ende. Nie. Wie erklären, erzählen, begreifen? Nichts tun? Schweigen?